Herr Lamy, ich habe leider nicht so gute Nachrichten für Sie. Und zwar haben Sie leider nicht mehr so lange zum Leben. Ungefähr nur noch eine Woche. Aber Lamy, Sie haben morgen Geburtstag und erreichen Ihr 100. Lebensjahr. Darauf können Sie auch richtig stolz sein. Nicht alle Menschen werden 100 Jahre alt. Oh Mann, was? Ich habe nur noch eine Woche Zeit. Aber was ist mit meiner Frau und mit meinem Kind? Oh Mann, ich kann doch jetzt nicht einfach sterben. Ich hab die Hälfte von meinem Leben gefühlt hier im Krankenhaus gelebt. Ich möchte noch nicht sterben. Ich möchte älter werden. Noch älter? Aber Herr Lamy, Sie können sich doch kaum bewegen und Sie können sich an wenige Sachen nur noch erinnern. Sie sind schon alt genug, wirklich. Sie müssen nicht noch länger leiden. Oh Mann. Na gut, und ich bin auch echt müde. Dann schlafe ich ein und morgen habe ich Geburtstag. Guten Morgen und Happy Birthday! Geburtstag? Oh, stimmt. Ich habe heute Geburtstag. Ich bin 100 Jahre alt. Aber Moment mal. Wer seid ihr zwei? Ach, Schatz, hast du uns schon wieder vergessen? Wir sind's. Ich bin deine Frau und das neben dir ist dein Sohn. Das vergisst du aber wirklich ziemlich oft in letzter Zeit. Hey Papa, du alter Knacker. Wir haben dir sogar extra einen Kuchen gebacken. Oh Mann, ich vergesse wirklich ziemlich viel in letzter Zeit, aber tut mir wirklich leid. Und ihr habt mir einen Kuchen gebacken? Das ist ja wirklich mega lieb. Wann hatte ich das letzte Mal einen Kuchen gegessen? Vor 40 Jahren? Na los, Schatz, wünsch dir etwas. Du weißt doch, bei einem Geburtstag darf man sich immer etwas wünschen. Oh, ein Wunsch? Na gut, dann wünsche ich mir, dass ich auch mal wieder jung sein kann und länger leben darf. Ganz genau, ich wünsche mir, dass ich wieder ein junger Bursche werde. Ich kann das nicht länger aushalten, Mama. Nachdem uns die Ärztin gesagt hat, dass Papa nur noch eine Woche hat, möchte ich nicht länger hierbleiben. Wir müssen wieder nach Hause gehen. Oh mein Sohn, für mich ist es doch auch mega hart. Ich möchte nicht, dass mein Schatz von uns geht. Oh Schatz, wir kommen morgen wieder zurück zu dir. Was? Na gut, dann bis morgen. Oh Mann, warum sind wir denn so traurig? Ach, war das wegen mir? Habe ich irgendwas Falsches gesagt? Habe ich mir was Falsches gewünscht? Oh Mann, und dieser Kuchen da vorne, der sieht ja schon irgendwie lecker aus. Ich muss ihn unbedingt probieren. Oh Gott, das ist so schwer, auf den Beinen zu stehen. So, dann wollen wir mal ein bisschen davon abknabbern. Und... Au! Oh Mann, ey. Aber der Kuchen, der schmeckt wirklich lecker. Oh, der schmeckt echt magisch. Oh Mann, ich glaube, ich sollte erstmal ein Nickerchen machen. So, Herr Lamy, Sie... Was ist denn hier passiert? Oh Mann, da bin ich wirklich auf dem Boden eingepennt. Ich bin wirklich so ein alter Knacker, ey. Ach Gott, darum geht es doch gar nicht. Lamy, haben Sie sich etwa den Bart abrasiert? Sie sehen gleich viel jünger aus. Warum haben Sie sich aber den Bart abrasiert? Den Bart abrasiert? Das habe ich doch gar nicht getan. Moment mal. Aber wirklich, mein Bart ist weg. Ist er mir etwa beim Schlafen abgefallen? Oder hat mir jemand mein Bart geklaut? Hey, das waren doch Sie bestimmt, oder? Nein, hier war niemand im Zimmer. Na gut, am besten legen Sie sich einfach wieder ins Bett, okay? Na gut, dann tun wir das einfach, aber... Ich glaube, ich muss mir erstmal ein bisschen die Beine vertreten. Meine Beine sind nämlich immer noch mega schlapp vom Schlafen. Was ist denn jetzt los? Lamy, Sie können gehen? Das ist doch gar nicht möglich. Sie konnten schon lange nicht mehr gehen. Sie waren doch, wie gelähmt. Ja, da hast du vielleicht recht, aber irgendwie fühle ich mich wieder so ein bisschen fit, muss ich sagen. Ich meine, für mein Alter ist das auch gar kein Problem, oder? Aber, Lamy, du weißt schon, wie alt du bist, oder? Ja klar, ich bin 100 Jahre alt. Warum? Das wissen Sie auch noch. Eigentlich vergessen Sie immer, wie alt Sie sind.
hier nicht, Lami. Das ist echt sehr, sehr komisch, aber sagen Sie einfach niemandem davon was. Ich glaube, solange es mir gut geht, könnte ich ja theoretisch noch meine Familie besuchen. Genau, ich gehe meine Familie besuchen, bevor ich sterbe. So, das hat ja gar nicht so lange gedauert. Na gut, oh, da bin ich wieder. Oh Mann, war ich lange nicht mehr hier zu Hause. Was? Papa, was machst du denn hier? Schatz, du bist zu Hause und du bist zu Fuß gelaufen? Du kannst doch gar nicht mehr gehen und warum hast du kein Bad mehr? Naja, so genau kann ich euch das auch nicht erklären, aber mir geht's auf jeden Fall irgendwie ein bisschen besser, seitdem ich 100 Jahre alt geworden bin. Ja, das freut mich. Das heißt, wir können ja doch noch zusammen alt werden, Schatz. Oh ja, und Papa, vielleicht lernst du noch meine Kinder kennen, die ich bald bekomme. Das wird so abgefahren sein, Papa. Genau, wir werden alle noch zusammen älter. Oh, guten Morgen, liebe Welt. So, dann wollen wir mal aufstehen und erstmal strecken. Oh Gott, ich fühle mich aber irgendwie sehr, sehr fit. Na gut, dann wollen wir mal wieder nach unten gehen und mit meiner Familie frühstücken. Oh Mann, ich kann nicht glauben, dass ich nach 5 Jahren immer noch so fit bin. Hallo? Papa? Das habe ich jetzt nicht erwartet. Hey, was ist denn los? Warum guckt ihr mich so komisch an? Als hätte ich irgendwie irgendwas auf dem Kopf oder so. Papa? Warum siehst du so aus? Das ist echt komisch. Sag mir jetzt aber nicht, das war dein Werk, Lami. Du hast dir doch nicht jetzt wirklich noch die Haare gefärbt, oder? Die Haare gefärbt? Nein, Quatsch, warum sollte ich sowas machen? Moment mal, ich muss mal ganz kurz ins Badezimmer gehen. Worüber reden die? Wie sehe ich denn aus? Ich sehe aus, als wäre ich wieder ein junger Bursche. Moment mal, das ist echt komisch, oder? Das ist total komisch. Mir fällt auch auf, dass ich wieder total schnell rennen kann. Oh Mann, ich habe wirklich keine Probleme mehr mit meinem Körper. Ja, mein Sohn, du hast recht. Lami wird zwar älter, aber es gibt irgendwie keine Anzeichen dafür, dass auch sein Körper älter wird. Ja, da hast du total recht, Mami. Und zwar, sein Bart ist weg, seine Haare sind wieder blond wie früher, sein Gesicht sieht immer jünger aus und das Krasseste ist, er hat keine körperlichen Probleme mehr. Er kann wieder laufen. Hey, ihr zwei, worüber redet ihr denn da? Ich meine, das ist doch irgendwie cool, wenn ich immer jünger werde, oder? Ich meine, wir haben dann auch viel mehr Zeit, zusammen zu leben, oder nicht? Das kann doch nicht wahr sein. Er altert also rückwärts? Er wird immer jünger? Das kann ich mir nicht vorstellen. Das kann auch kein Arzt behandeln. Das muss eine Hexe oder sowas behandeln. Er ist verflucht. Ganz genau. Papa ist verflucht. Da hast du recht. Aber naja, lass uns einfach die Zeit noch genießen, die wir mit Papa genießen können. Genau. Mir geht es gerade auch sehr schlecht, muss ich sagen. Leute. Oh nein, mein Schatz. Warum musstest du jetzt nur von uns gehen? Ich dachte, wir werden zusammen sterben und zusammen alt werden. Hey, Papa, was babbelst du da? Sie ist ohne dich alt geworden, weil du jünger werden musstest. Oh, ich kann das alles nicht mehr ertragen, Papa. Ich werde wegziehen. Ich habe keine Lust mehr auf dich. Das ist alles nur deine Schuld. Was? Aber ich kann doch gar nichts dafür, mein Sohn. Aber was soll ich denn dazu noch sagen? Guck dich mal an. Du bist sogar kleiner als ich geworden. Das kann doch gar nicht wahr sein. Oh Mann, was? Jetzt wirklich? Ich bin einfach kleiner als du. Du wirst immer jünger, Vater. Und was soll ich nur mit meinem Papa machen, der irgendwann nur ein kleines, dummes Kind ist? Ich kann das nicht mehr machen, Papa. Verzeih mir. Ciao. Oh Mann. Und ich dachte, dass wir als Familie nur noch mehr Zeit haben werden, aber jetzt stehe ich hier alleine da.
Ein weiterer Tag in Brookhaven. Die Stadt sieht mittlerweile auch mega abgefahren aus. Oh Mann, ich muss erstmal etwas frühstücken. Na gut, dann wollen wir mal ganz schnell hier runterlaufen und guten Morgen, Schatz und mein Sohn. Oh, stimmt, ja. Die sind schon lange nicht mehr da und die leben beide nicht mehr. Oh Mann, warum ist der Kühlschrank denn so groß? Ich komme da ja fast gar nicht mehr dran, ey. Moment mal, warum bin ich denn so klein? Ein Moment mal, ich muss mal ganz schnell zum Badezimmer gehen. Und? Wie sehe ich denn aus? Ich bin ja mal total klein geworden. Oh Mann, wie alt bin ich? 90 Jahre? Ich bin 12 Jahre alt und ich habe morgen Geburtstag. Das heißt, ich werde 11. Oh nein! Heißt das, ich muss jetzt wieder in die Schule gehen? Zum zweiten Mal in meinem Leben muss ich die Schule besuchen? Ich meine, mir ist sowieso langweilig zu Hause und die Schule habe ich auch irgendwie ein bisschen vermisst. Na, dann wollen wir mal abchecken, was so in der Brookhaven Schule abgeht. Oh Mann, damals, als ich das erste Mal in der Schule war, da sah die Schule auch noch ganz, ganz anders aus. Und jetzt schaut euch das mal an. Brookhaven wird immer größer und größer. Okay, dann wollen wir mal... Moment mal, wer ist das denn? Sag mir nicht, der Schulmobber von damals aus meiner Generation hat Kinder bekommen. Das heißt, seine Kinder haben auch Kinder bekommen und die Kinder haben nochmal Kinder bekommen und diese Kinder sind jetzt hier auf der Brookhaven Schule mit mir? Oh Mann, ey, nicht schon wieder! Hey, du da! Na, bist du neu auf der Schule? Ja, kann man so sagen. Ich bin neu auf der Schule, genau. Oh, cool. Dann mach dir keine Sorgen um die neuen Freunde, die du hier suchen musst. Denn ich freue mich mit allen an. Und ich habe auch übermorgen Geburtstag. Deswegen lade ich dich zu meinem Geburtstag ein. Sag mal, wann hast du denn eigentlich Geburtstag und wie alt wirst du dann? Ich wurde geboren im Jahr 2022. Nein, ich glaube, das stimmt auch nicht. Wann bin ich nochmal geboren, wenn ich 12 Jahre alt bin? Okay. Du bist ja echt weird. Naja, see you. Oh Mist, ey. Das habe ich ja wirklich mega vermasselt. Moment mal. Hey, du Blondkopf. Willst du Stress mit mir? Ich kann richtig gut prügeln, das habe ich von meinem Opa gelernt. Mein Uropa war auch auf dieser Schule. Er war bekannt als der Schulmobber. Ah ja, den kannte ich persönlich. Wir sind zusammen in eine Klasse gegangen. Ich meinte natürlich, den kenne ich natürlich nicht. Oh Mann, ey. Mittlerweile bin ich einfach 5 Jahre alt. Und niemand glaubt mir, dass ich schon so alt eigentlich bin. Die halten mich alle für ein verrücktes Kind. Oh Gott, ich habe keine Lust mehr, hier im Kindergarten zu sein, aber ich muss hier hinkommen, denn alleine schaffe ich gar nichts mehr. Ich bin ja kleiner als der Tisch. Ich kann gar nichts mehr alleine machen. Hey, Lami, mein Kleiner. Fantasierst du wieder rum und spielst du den Erwachsenen? Das kannst du ziemlich gut, muss ich sagen, für dein Alter. Spielst du die Rolle wirklich super. Du könntest Schauspieler werden. Ja, Lami. Lami wird Schauspieler. Und ich werde ihn dann heiraten. Dann ist er reich und wir kriegen Babys. Oh Mann, ey. Wenn die nur wüssten. Moment mal. Was passiert eigentlich, wenn ich 0 Jahre alt bin? Werde ich dann sterben? Aber Freunde, das war's auf jeden Fall mit diesem coolen Video. Und Leute, was meint ihr? Wie ist mein Leben wohl zu Ende gegangen? Was ist passiert, als ich 0 Jahre alt wurde? Schreibt es mal in die Kommentare, was ihr denkt. Aber Freunde, falls euch das Video gefallen hat, dann lasst doch gerne einen Daumen nach oben da. Vergesst nicht, diesen Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit ihr solche coolen Videos nie wieder verpasst. Und Freunde, links und rechts seht ihr noch die letzten 2 Videos. Die müsst ihr auch unbedingt abchecken. Denn die sind auch noch mega, mega cool geworden. Ansonsten sehen wir uns morgen wie immer bei einem neuen Video wieder.
Und ciao.